Was könnt ihr mir über eure Zeit in dieser Gruppe erzählen? Nicht alles war schlecht zu jener Zeit. Wir machten uns Berge untertan, schlachteten Konkurrenten ab und plünderten alte Tempel. Wir waren auf dem besten Weg, irgendwann zur Legende zu werden. Heute jedoch würde ich kein Blut lieber vergießen als das meiner früheren Gefährten. Warum das? Neid brachte unsere Konkurrenten dazu, uns als Grabräuber und Diebe zu diffamieren. Der Landadel sandte Häscher, um uns gefangen zu nehmen. Simeon, unser Anführer, entschied, dass es Zeit für eine Machtdemonstration war. Wir plünderten Grabstadt und schlachteten alle Männer, Frauen und Kinder ab, um dem Landadel zu zeigen, dass sie sich mit den Falschen angelegt hatten. Was geschah dann? Vielleicht ein anderes Mal. Dunkle Vergangenheit. Dorn hat ein wenig seiner Geschichte offenbart. Es scheint, dass er eine Abenteuergruppe im Norden angehörte, aber Verrat hat ihn auf seinen derzeitigen dunklen Weg getrieben. Mhm. Bürger, Bettler. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Bitte um eine milde Gabe. Such die Arbeit. Genau. Billigladen des glücklichen Aleo. Nein, ich würde sagen, wir suchen jetzt erst einmal eine Unterkunft. Bürger. Ah, da war stand ja gerade was vom Taverne Wirtshaus. Eingang zur Diebesgilde, da wollen wir allerdings noch nicht rein. Geschichte der Drachenküste. Oh ja, da fällt mir eigentlich... Wobei, gucken wir nachher mal, ob wir das bei dem Zauberer hier dann verkaufen können. Ich werde träge und brauche Ruhe. Eingang zur Diebesgilde, Taverne, Eingang zur Diebesgilde. Das sind alles Eingänge zur Diebesgilde. Taverne und Wirtshaus und Silenzis Laden. Dann gehen wir mal in die Taverne hier. Wie ihr wünscht. Dann gib uns mal Zimmer. Welches Gift ihr auch wollt, irgendwo bei uns so werdet ihr sicherlich finden. Also würdet ihr gerne was trinken? Klar. Erstmal einen über den Durst trinken. Mit einem Schattenbräu, bisschen davon. So, und dann schlafen wir einmal als Edelmann. Dass wir gut ausgeruht sind. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und hier oben sind Spieltische. Gut, das heißt, wir können uns in dem Stadtteil mal in Ruhe umsehen. Wie ihr wünscht. Können in den Laden mal reingehen. Es wird jetzt spät, oder? Ja, es ist fast Mitternacht. Wie ihr wünscht. Ja, der glückliche Aleo. Hat er irgendwas in seinen... Wie ihr braucht, nur zu fragen. Ja, der hat Zeug in seinen Regalen. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser.
Hallo Leute, willkommen bei Glücklichen Aleo, wo die Preise so niedrig sind, dass eigentlich etwas nicht stimmen kann. Keiner verkauft billiger als ich, weil keiner billiger einkauft. Wenn irgendwo das Kaisers haben etwas billiger seht als bei mir, dann bringt euch das Produkt wahrscheinlich auch um. Was soll ich euch besorgen? Ihr seid also die billigsten. Ihr habt also die billigsten Waren dagegen. Ich sehe mich mal um. Ein Zweihänder plus 1, der kein Zweihänder plus 1 ist. Also ein nicht identifizierter Zweihänder. Dann alles abgelaufenes Zeug und Schutzformeln, die wahrscheinlich keine Schutzformeln sind. Mhm. Aber Zeug verkaufen kann ich hier. Ich diene der flammenden Faust. Ihr dort bleibt stehen. Ihr steht unter dem Verdacht, zu den Räubern zu gehören. Ihr seid verhaftet. Ihr werdet. Ich vertrete die flammende Faust und das Recht der Großherzöge. Wartet einen Moment, wir können euch Geld geben. Wie wäre es mit 100 Goldmünzen, damit ihr uns in Ruhe lasst? Ihr wollt uns doch nicht verhaften. Erst recht nicht, wenn wir euch diese hübschen glänzenden Goldmünzen geben. 200 an der Zahl. Beleidigt mich nicht mit Bestechungsgeldern. Worum geht es dies, wie ihr Sarah wünscht? Ist uns wohlgesonnen. Tschüss. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. I like it here. Ich bin das Gesetz. Alles Lebens lieben Geld. Sarah ist uns wohlgesonnen. Ich bin das Gesetz. Wie ist jetzt gerade unser Ruf ist 6. Warte, wir haben keinen Safe gemacht. Wie kann ich helfen? Mist. Wie ihr wünscht. Peter Wanderer. Das kennen wir alles. Bleib mal kurz bei einem alten Mann stehen. So. Wie ihr wünscht. Eine Frau braucht ihren Schönheitsschlaf. Wie ihr wünscht. Ich werde träge und brauche Ruhe. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie wär's mit einem Whisky? Ja, erstmal versaufen wir wieder was. Ich hörte, einige Einheiten der flammenden Faust wurden nach Berikos gesandt. Sieht aus, als würden die Großherzöge wegen Amt wirklich nervös werden. Ich hörte, dass Amit da an diesen Räubern im Süden steckt. Die Leute hier sprechen darüber, dass Abo und die Zentarim unter der Decke stecken. Da mache ich mir Sorgen, was die wohl vorhaben. So, und dann einmal Edelmann. Es werden Gerüchte laut, nach denen Abo und die Zentarim verbündet sein sollen. Wie ihr wünscht. Die Beweise dafür sind jedoch ziemlich dünn gesät. Was? Baldurs Tupfelei, was meine Fresse, ja. Mein Stamm, nicht all Neid, brachte unsere Konkurrenten dazu, uns als Grabräuber und Diebe zu diffamieren. Der Landadel sandte Häscher, um uns gefangen zu nehmen. Simeon, unser Anführer, entschied, dass es Zeit für eine Machtdemonstration war. Meine Preise sind die besten. Ja, ich sehe mich mal um. Und verkauf dir meinen Ramsch. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So. Die Tür dieses Hauses fällt schon aus den Angeln. Die nehmt an, dass das Schaus schon seit Jahren unbewohnt ist. Ja, mein Schatz. Mit Vergnügen. So, dann gehe ich mich einfach mal hier in Ruhe umsehen. Für euch. Aber natürlich, Schätzchen. Ich will zu meiner Mama. Nur weil du so tust, als wärst du ein harter Bursche, hast du lange nichts zu sagen. Hau ab. Ja, okay, das Mädchen kann auch die Wachen rufen.
Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Worum, wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Okay, da war Zug gebaut. Da würde sie den nördlichen Bezirk, aber in den unteren Teil gehen. Habt ihr mal einen Moment Zeit für uns? Würdet ihr uns einen Moment eurer Zeit mitnehmen? Was gibt's? Erst möchte ich uns beide vorstellen. Ich bin Marek und das ist mein Geselle Lothander. Es kann nicht schaden, wenn ihr unseren Namen kennt. Denn wenn ihr unseren Rat nicht befolgt, werdet ihr sicherlich wieder mit uns zu tun bekommen. Ihr strebt danach, den Eisentor zu vernichten. Ich weiß, es hat keinen Sinn, es zu leugnen. Mein Geselle und ich stehen in Diensten des Thrones. Aus reiner Höflichkeit möchten wir euch ein letztes Mal warnen. Hört auf, euch in die Geschäfte unseres Dienstherrn einzumischen. Es bleibt euch überlassen, ob ihr diese Warnung beherzigen wollt. Allerdings begeht ihr einen fatalen Fehler, wenn ihr es nicht tut. Bis bald. Droht mir, was ihr wollt. Wir stehen nicht mit einem Bein im Grab. Jemand, der dumm genug ist, sich uns in den Weg zu stellen, wird die Zeche zahlen. Donnerwetter, danke für die Warnung. Nehmen wir das Erste. Zwei Mörchenmörder, die für den Eisenthron arbeiten, haben mich uns bedroht. Ihre Namen sind Marik und Lothander. Sie haben uns gewarnt, dass uns nicht mit dem Eisenthron anzulegen. Ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Oh, das Zählhaus. Ist auch abgeschlossen. Für euch tue ich. Aber natürlich, Schätzchen. Ja? Wie ihr wünscht. Du hast es nicht anders gewollt. Jetzt schau mal, was ich für dich hab. Das sei ein Grundstück von Hindler, Liga und ich sei Wache. Die Tür sei verschlossen aus gutem Grund. Ihr Schloss aufgebrochen, also seien jetzt Verbrecher. Ich hetze meine Flimmerhunde auf euch, dann sie werden gut satt. Au. Ich hätte es nicht erwartet, so eine Wache hier zu finden. Wie kann ich helfen? Ein Speer. Speer plus 2. Pfeile plus 1. Worum geht es diesmal? Ja, Mann, wenn das euer Wunsch ist. So, Geschichte der Drow. Die Geschichte vom Glockentief. Geld. Die Geschichte des Nordens. Heiltrank und ein Edelsteinchen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Geld und zwei verdorbene Heiltränke. Zwei Zauber. Feuerschutztrank. Und Geld. Also ja, ich muss mal gucken, dass ich so Heiltränke, so Tränke, die ich nicht brauche oder die abgelaufen sind. Okay, den konnten wir nicht lernen. Den können wir beide schon. Wie kann ich, wie dann mal raus aus dem Zahlhaus. Wie ihr wünscht. Hier raus. Wie ihr wünscht. Und dann würde ich sagen, sollten wir langsam mal speichern.
Auch wenn ich noch hier schnell zu Ende gucken könnte, weil ich glaube, hier gab es nicht mehr viel hier im unteren Bereich dieses Abschnitts. Weil das meiste ist halt da oben. Ach, ein Geschäft gab es hier noch. Okay. Dann würde ich sagen, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wir können ja schon mal reingehen. Bürgerin, Bürgerladenbesitzer, jo. Dann Spiel speichern. Das wird jetzt, ist jetzt Let's Play 20. 020. Speichern. Und da gibt es hier einen Cut. Also, bis gleich.